Wenn der erste FFC Montabaur zum Budenzauber lädt, dann kommen die Frauenteams gerne in den Westerwald. An zwei Tagen wird in der Sporthalle der Kreisstadt gekickt. Beim Monstaber Cup und am zweiten Turniertag beim DBL Super Cup, einem Turnier gespickt mit Teams aus der zweiten Bundesliga und der Regionalliga. Ein hochkarätiges Feld, so war es auch in diesem Jahr. Abgerundet am ersten Tag mit einem Einlagespiel der Männer. Horst Eckel, Wolfgang Overath und Co. schauten mit der Lotto-Elf vorbei. Das Frauenturnier hat sich im Terminkalender etabliert, zumindest bei den Spielerinnen. Die Mannschaften, die teilnehmen wollen und hier antreten, werden immer mehr und immer mehr Interessenten. Leider ist noch die Zuschauerreaktion so ein bisschen schwach. Da müssen wir noch dran arbeiten und hoffen, dass wir das auch noch verbessern können. Zuschauerzahlen sind immer auch eine Frage der Ansicht. In Teilen war die Sporthalle am Sonntagnachmittag richtig gut besucht, in anderen eben leider nicht. Dabei hätte das Turnier wahrlich mehr Fußballzuschauer verdient. Und das lag nicht nur an den klangvollen Namen, die in Montabaur ihre Visitenkarte abgaben. Eintracht Frankfurt, die Reserven des FCR Duisburg, von Bayer Leverkusen und dem SC Bad Neuenahr, um nur einige wenige zu nennen. Sie alle spielten um den Supercup, einige aber mussten schon nach der Vorrunde die Segel streichen. Wie zum Beispiel die Eintracht aus Frankfurt, die manchmal etwas orientierungslos wirkte, auch neben dem Platz. Als die Gastgeberinnen des ersten FFC Montabaur zum letzten Gruppenspiel antraten, da stand schon vorher fest, dass es gleichzeitig ihre letzte Partie beim diesjährigen Supercup sein würde. Dem Sieg zum Auftakt gegen Wetzlar folgten Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Bochum. Der Tabellenzweite der Regionalliga Südwest musste sich vorzeitig verabschieden. Wir haben ja positiv angefangen mit dem ersten Spiel, gewonnen. Dann haben wir natürlich zwei Niederlagen hinnehmen müssen, wobei die zweite Niederlage, da hätten wir mehr draus machen können, also in positive Drehen. Aber aufgrund zwei Siege, zwei Niederlagen sind wir ausgeschieden. Wir akzeptieren das sportlich und wir legen die Prioritäten auf die 100 mal 50 Meter Platz. Doch bevor es nach dem Ende der Winterpause wieder raus auf den großen Platz geht, war der Budenzauber beim heimischen Turnier eine willkommene Abwechslung. Nicht alle Trainer spielen gerne in der Halle. Dietmar Krämer ist einer, der die Spielweise auf dem kleinen Feld mag. Ich denke schon, da kann man schon sehen, was die eine oder andere Spielerin drauf hat, im technischen Bereich, taktisch etc., wo man dann auch mit ihr auf dem Feld dann weiterarbeiten kann. Und ich gehe gerne in die Halle. Ist natürlich, die Verletzungsgefahr ist ziemlich hoch, aber ich denke, wir haben das ganz gut heute rübergebracht. Zum Abschluss gab es einen 1:0-Erfolg gegen den SV Gläserzell. So standen am Ende 6 Punkte auf der Habenseite, 7 hatte der VfL Bochum und rutschte damit in die Halbfinalspiele. Vorher aber war Zeit für den Nachwuchs. Beim Einlagespiel durften die Mädchen des FFC Montabaur ran gegen Jungs aus Staudt und Elbert. Der FFC bewegt viel, nicht nur mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga. Nachwuchsarbeit, Integrationsarbeit, dafür gab es in der Vorwoche den Stern des Sports Rheinland-Pfalz. Und das ist ein Ansatz von uns, dass wir das Ganze auch über die Integration von Mädchen mit Migrationshintergrund machen, hauptsächlich muslimische Mädchen. Und da haben wir auch starken Nachwuchs durchbekommen. Und das ist für uns eine Auszeichnung als kleiner Verein mit 200 Mitgliedern, im Sieger im Rheinland, im Rheinland-Pfalz zu sein und die Farben von Rheinland-Pfalz in Berlin vertreten zu dürfen beim goldenen Stern des Sports. Hinein in die sportliche Entscheidung. Vorjahressieger Borussia Mönchengladbach hatte das letzte Gruppenspiel gegen Eintracht Wetzlar mit 1:5 verloren. Da stand man zwar schon als Halbfinalteilnehmer fest und Wetzlar war bereits ausgeschieden, dennoch war das vermutlich der Weckruf zur rechten Zeit für die Borussia. Denn die hatte die letzten beiden Turniere gewonnen und strebte nun den dritten Erfolg in Serie an. Weil man im Halbfinale wieder wach war. Gegen die Reserve des Bundesligisten aus Bad Neuenahr gab es einen deutlichen 3:1 Erfolg. Im anderen Halbfinale setzte sich ein Turnierneuling durch, bei dem ein Hello Kitty-Tour als Glücksbringer herhalten muss. Der VfL Bochum gewann ebenfalls mit 3:1 gegen den FCR Duisburg 2. Stimmungsvoll dann der Einmarsch der Finalteams in die Halle. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum. In der Gruppenphase hatten sich beide Teams bereits getroffen. 3:3 endete die Partie. Diesmal Bochum mit dem besseren Beginn. Sabrina Kleifkes macht das 1:0. Chancen zum Ausgleich gab es reichlich, nur wollte es nicht klappen mit dem 1:1. Manch einer verzweifelte bereits auf dem Feld, aber auch auf der Tribüne. Erst eine starke Einzelaktion von Katrin Wahlmanns in der letzten Spielminute sorgte für den hochverdienten Ausgleich. So richtig beruhigend aber wirkte der noch nicht auf Borussentrainer Friedel Baumann. Es ging in die Verlängerung und wieder ließen sich seine Mädels Zeit. Erneut fiel der Treffer erst in der letzten Minute. Rebecca Schröder traf schlappe 9 Sekunden vor dem Ende zum 2:1.
Das war natürlich der Sieg beim DBL Supercup 2012 in Montabaur. Wir haben die ersten zwei Spiele haben wir manchmal dominiert, dann haben wir den Aussetzer gehabt, dann sind wir doch uns wieder bekrabbelt. Ich denke, von der technisch-taktischen Seite her haben wir mit Bochum hier den besten Fußball gespielt und ich denke, so im Gesamten haben wir verdient gewonnen hier. Borussia Mönchengladbach nimmt den Pott mit in den Westen der Republik. Auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr in Montabaur.